الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Liebe das, wenn wir mit unseren Eltern, mit unseren Brüdern und mit Leuten, die wir lieben und mögen, Salat al-Eid beten. Das wäre für uns natürlich eine große Freude. Aber Alhamdulillah, wir sind hier eine Familie. Und wir müssen eine Familie bleiben, Barakallahu fiik. Alles Lob gebührt Allah, dem Gnädigen, dem Allbarmherzigen. Und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah. Und keinen gibt, den man in dieser Anbetung folgt, außer Muhammad, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Es ist so schön, dass man die Muslime hier so sieht. Schaut mal, wir sind von verschiedenen Ländern und von verschiedenen Farben und mit verschiedenen Zungen, Sprachen. Und wir kommen alle heute, damit wir Allah subhanahu wa ta'ala danken. Wir danken Allah, dass er uns versammelt hat in dieser Versammlung, dass wir ihn erwählen, dass wir ihn anbeten, subhanahu wa ta'ala, dass wir laut sagen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Wie schön das ist, dass wir zusammenkommen, dass wir das Gute praktizieren, erstmal für unseren Schöpfer, weil das Gute zwei Arten ist. Du kannst gut zu den Menschen sein und du musst gut zu deinem Schöpfer sein. Wir sind gut zum Schöpfer, zu Allah, wenn wir ihn richtig anbeten. Und wenn wir Allah richtig anbeten, dann werden wir auch automatisch zu den Leuten gut sein. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran erwähnt, in Surah Al-Mu'minun, إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Das heißt, wahrlich, jene, die sich aus Furcht vor ihrem Herrn Sorge tragen und die an Zeichen ihres Herrn glauben und die Leute, die kein Schirk begehen, die leben Allah nicht bei Gesellen. Und diese Leute, wenn die geben, dann geben sie für Allah subhanahu wa ta'ala und ihre Herzen beben. Ihre Herzen beben, dass sie wissen, dass sie zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala kehren. Dass sie die Umkehr vor Allah subhanahu wa ta'ala haben. Diese Leute beeilen sich in guten Werken. Sie beeilen sich in guten Werken. Aisha, Radwanullahi alaiha, die Mutter vom Gläubigen, die Frau von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Dunya und im Paradies, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass sie seine Frau ist, Radwanullahi alaiha, die Tochter von Abu Bakr, Radwanullahi alaihi, wa ala al-Khulafa al-Rashidin und die anderen Khalifen, Umar und Uthman und Ali und alle Sahaba, Radwanullahi alaihi. Aisha sagte, unsere Mutter sagte, O Gesandter Allahs, sind diese Leute, die sich beim Guten beeilen, sind das die Leute, die Unzucht begangen haben und die geklaut haben und die Alkohol trinken oder Berauschendes zu sich nehmen? Er sagte, nein. Nein, Tochter von As-Siddiq, von dem wahrhaftigen Gläubigen. Nein, die sind diejenigen, die beten. Die beten. Und die fasten und die für Allah spenden. Aber diese Leute haben Furcht, dass Allah von ihnen nicht annimmt. Sie haben Furcht, dass Allah ihre Taten nicht annimmt. Wir wissen nicht, ob Allah von uns angenommen hat oder nicht. Wir wissen nicht, ob Allah von uns annimmt oder nicht. Und wenn Allah von uns nicht annimmt, dann haben wir alles umsonst in diesem Leben gemacht. Und wir haben alles verloren, wal'iyadu billah. Deshalb waren die Gelehrten des Islam und die Muslime immer, die haben Sorgen getragen, ob Allah von ihnen annimmt oder nicht. Weil wenn wir wissen, dass Allah von uns eine Tat angenommen hat, dann müssen wir die Frohsten sein, weil Allah nur von den Gottesfürchtigen annimmt, von Al-Muttaqin. Deshalb, der Muslim versucht das Gute zu tun. Und der beeilt sich beim Guten, der wünscht den anderen Leuten das Gute, der wünscht nicht dem anderen das Schlechte.
der 50. anderen, dass sie sündigen oder dass sie in die Höhe gehen. A'udhu billah. Möge Allah uns bewahren. Wir suchen Zuflucht bei ihm. Wir wünschen allen Leuten das Gute. Und deshalb der Muslim versucht, das Gute selber zu tun. Warum? Weil er weiß, der Engel des Todes wird zu ihm kommen. Der Engel des Todes wird zu ihm kommen und er wird seine Seele entziehen. Was wird man sagen dann? Und wenn man im Grab ist und die Engel kommen und die fragen ihn nach seinen Handlungen in diesem Leben, was wird er sagen? Und wenn er vor Allah subhanahu wa ta'ala am letzten Tag steht, was wird er sagen? Das ist der Muslim. Wenn er das Gesteht im Herzen trägt und verinnerlicht und davon überzeugt ist, dann wird der Muslim das Gute tun. Und er wird sich beim Guten beeilen. Der wird die Leute nicht beneiden. Der Muslim beneidet nicht eigentlich, weil er an Allah subhanahu wa ta'ala richtig glaubt. Der Muslim, der guckt nicht, was die anderen haben und was sie nicht haben. Weil er weiß, Allah gibt uns Rizq und nicht die Leute. Nicht die Leute, sondern Allah gibt uns unsere Lebensversorgung. Und wir machen etwas dafür, damit wir das von Allah bekommen. Der Muslim versucht, gut zu Allah zu sein und gut zu den Menschen sein. Der Muslim auch wünscht den Leuten, die hier sind, das sind die Leute, die nicht Muslime sind. Um uns sind die meisten nicht Muslime. Der wünscht ihnen auch das Gute. Und er wünscht ihnen, dass sie den Islam annehmen, damit sie auch, inshallah, wenn Allah will, ins Paradies kommen. So sollte das Herz eines Muslims sein, der zum Paradies kommen möchte. Liebe Brüder und liebe Schwestern, man muss sich überlegen, was haben wir von Ziel in diesem Leben? Was wollen wir in diesem Leben eigentlich? Was ist dein Ziel? Ist unser Ziel, dass wir essen und schlafen und trinken? Ist unser Ziel, dass wir nur sozusagen auf dieser Erde sind und dann geht alles vorbei? Nein, unser Ziel ist mehr. Unser Ziel ist, dass wir wollen, dass Allah mit uns zufrieden ist, damit wir ins Paradies kommen. Und dieses Ziel macht uns heute ein Zielscheibe für andere Leute. Nicht alle Nicht-Muslime sind gegen den Islam. Nicht alle. Und das, man darf auch nicht sagen, die Deutschen. Es gibt Deutsche, die Muslim sind. Und es gibt Deutsche, die vernünftig sind. Und es gibt Deutsche, die den anderen helfen. Deshalb, es gibt aber eine Gruppe oder Leute, die wal'iyadu billah Scharfmacher sind und die machen das. Schaut mal die Presse. Liest man, hört man seit ein paar Monaten ein Angriff gegen den Islam. Eine Kampagne von verschiedenen Medienangestellten und Wirtschaftsleuten und Politik und alles. Die wollen das Bild des Islam schädigen und schlecht darstellen. Warum? Die Frage ist, warum? Warum? Wir haben doch nichts getan. Wir wollen hier nur ein normales Leben, unsere Religion praktizieren. Warum machen wir das? Weil unser Ziel das Paradies ist. Weil wir den Islam praktizieren wollen. Weil wir Allah allein Einziges anbeten. Und deshalb, manche sind damit nicht einverstanden und die sind gegen den Islam, weil sie den Islam hassen. Und wenn sie nicht schaffen, pass auf! Wenn sie selber nicht schaffen gegen den Islam, was machen sie? Die pflanzen zwischen uns von unserer Haut, von unseren Leuten. Leute, die den Ruf des Islam schädigen und die gegen die Muslime sind, aufpassen, wach werden. Die Zeit ist vorbei, dass wir schlafen. Deshalb müssen wir Muslime, die Allah fürchten und die gut sind und die auf dem richtigen Weg sind, die müssen zusammenkommen, die müssen Allah fürchten, die müssen Gutes für Allah subhanahu wa ta'ala tun. Wir müssen auch in diesem Land, auch wenn die anderen um uns keine Muslime sind, wir müssen uns repräsentieren als Leute, die Gutes bringen hier und die Gutes beibringen und die Bereicherung für die Gesellschaft sind. Lernt die deutsche Sprache, arbeitet halal, werdet etwas in diesem Land für Allah subhanahu wa ta'ala und unterstützt das Gute, wenn das überall ist. So ist ein Muslim. Damit, wenn die Leute uns sehen, die sagen, das sind die ehrlichen Menschen. Das sind die Leute, die uns das Gute beibringen. Und die wollen für uns das Gute. Nicht, dass sie sagen, schaut mal, diese Muslime, die sind Verbrecher und die sind und die sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und am Ende, Allah sieht uns und weiß, was wir tun und was wir machen. Und wir werden vor Allah subhanahu wa ta'ala allein stehen und Allah wird uns tragen. Deshalb, liebe Muslime, wir sind verpflichtet in diesem Land.
als gute Botschafter für den Islam zu sein. Du bist ein Botschafter für den Islam. Wenn die Leute dich sehen, guck dich an, guck mich an. Wenn die Leute dich sehen, sagen sie, das ist der Islam. Weil die nicht wissen, nicht jeder wird Koran lesen und nicht jeder wird die Sunna verstehen. Die werden dich sehen. Wenn du Schlechtes machst, dann werden sie denken, der Islam wäre schlecht. Das ist falsch, so zu denken. Aber leider, das ist die Tatsache. Das ist die Tatsache. Wenn ein Muslim etwas Schlechtes macht, dann schaut mal, dieser Muslim. So aufpassen. Du darfst niemals deine Religion verraten. Oder dass du darfst es nicht, niemals zulassen, dass durch dich der Islam angegriffen wird. Wenn du Sünden begehst, aber wenn du auf dem richtigen Weg bist und wenn du den Islam praktizierst, dann fürchte nur Allah subhanahu wa ta'ala und Allah wird dich schützen und Allah ist der Beste. Schützer, möge Allah subhanahu wa ta'ala von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns alles annehmen und nicht vergesse die Brüder und Schwestern. Nicht vergessen an diesem Tag, und das sage ich seit mehr als 17 Jahren. Ich bin Imam und ich sage das. Jedes Mal im Eid müssen wir nicht vergessen, unsere Brüder, unsere Schwestern, unsere Muslime, die in Armut leben, die nichts aufs Dach haben. Wir müssen diese Leute nicht vergessen. Mindestens ein schönes Gebet für die Muslime. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime segnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute retten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Geduld geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Morgen, barakallahu fikum, ab 12 Uhr gibt es hier Essen und heute gibt es Kaffee und Kuchen auf der anderen Seite. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.